Aktivitätsdiagramme sind ein sehr hilfreiches Instrument, um Szenarien von Use Cases intuitiver verständlicher zu machen, grafisch visuell zu modellieren. Die können aber durchaus sehr schnell auch recht unübersichtlich werden, weil sie dann sehr groß werden. Und ein schönes Mittel, um hier etwas mehr Struktur reinzubringen, sind die sogenannten Swimlanes. Und was das genau ist, das kommt jetzt. Ich möchte Ihnen den Nutzen und den Sinn von Swimlanes, auch Partitionen genannt, gerne am Beispiel eines Küchenstudios erklären. Wir gehen davon aus, dass wir eine Firma sind, die Küchen herstellt. Und wir haben jetzt den Use Case der Küchenplanung. Bei diesem Use Case haben wir zwei Aktoren. Das ist alles ein bisschen vereinfacht jetzt, aber reicht aus, um das Prinzip deutlich zu machen. Wir haben die Kundin und wir haben den Sachbearbeiter der Firma. Und wir haben eine Anzahl von IT-Systemen. Und zwar haben wir einen Konfigurator hier in Blau. Das ist ja so ein Konfigurator, wo ich dann mir als Kunde die Küche für mein individuelles Haus oder Wohnung zusammenstellen kann. Dann gibt es ein Auftragsmanagement. Da werden dann die Preise für die Küche berechnet. Es werden Lieferzeiten festgelegt. Es werden tatsächlich auch Aufträge erteilt, es werden dann anschließend Rechnungen gestellt, also dieser quasi der gesamte kaufmännische Teil. Und es gibt noch in Lila die Produktionssteuerung. Da wird dann eine Küche, die im Konfigurator zusammengestellt worden ist, in die einzelnen Bestandteile, das sind ja letztlich dann irgendwelche Beschläge, irgendwelche Platten, irgendwelche Fronten und dergleichen, aufgesplittet. Und dann an die verschiedenen Maschinen in der Produktion übergeben, sodass dann Platten passend gesägt werden können und Beschläge bestellt und dergleichen mehr. Den Prozess der Küchenplanung stelle ich mir jetzt in so einer High-Level-Sicht als einen simplen linearen Prozess vor. Und ich werde an diesen Prozess mal links die beteiligten Aktoren dran schreiben. Zunächst haben wir die Kundin, die die Küche plant. Dann kommt der Sachbearbeiter ins Spiel, der prüft erstmal die Planung, weil vielleicht haben sich da Fehler eingeschlichen oder es wurden Dinge geplant, die tatsächlich so gar nicht baubar sind. Wenn er sagt, die Planung ist so okay, dann erzeugt er einen Auftrag. Das heißt also, er macht die Preisberechnung, er prüft Lieferzeiten, legt ein Lieferdatum fest und macht daraus einen Auftrag. Die Kundin bekommt diesen Auftrag und kann dann sagen, ja, das bestelle ich so bei Ihnen. Also die Kundin muss den Auftrag erteilen. Und dann ist wieder der Sachbearbeiter dran, der diesen Auftrag in die Produktion gibt. Also letztlich diesen Produktionsprozess dann auch startet. Also man sieht, dass dieser auf den ersten Blick sehr simple lineare Prozess schon etwas mehr Komplexität gewinnt, dadurch, dass es nicht nur einen Aktor gibt, sondern dass es zwei Aktoren gibt in diesem Fall, die beteiligt sind und die sich die Bälle hin und her werfen. Das Ganze gewinnt noch mal ein bisschen mehr an Komplexität, wenn wir uns mal die beteiligten IT-Systeme einzeichnen. Das tue ich mal auf der rechten Seite. Und zwar gehe ich davon aus, dass die ersten beiden Schritte im Konfigurator passieren. Also die Kundin hat so einen Zugang zu diesem Konfigurator, kann dort die Küche planen. Und wenn sie das gemacht hat, dann kann sie im Konfigurator zum Beispiel sagen, hier, ich hätte jetzt gerne einen Sachbearbeiter zur Prüfung und zur weiteren Bearbeitung. Der Sachbearbeiter würde das dann auch im Konfigurator prüfen. Vielleicht hat er noch eine besondere Sicht und darf irgendwie ein bisschen mehr als die Kundin, aber im Prinzip wäre das die gleiche Software, sinnigerweise. Dann kann man davon ausgehen, dass das Auftragsmanagement ins Spiel kommt. Der Konfigurator würde wahrscheinlich einfach eine Teileliste exportieren und dem Auftragsmanagement, dem ist es ja dann ziemlich egal, in welcher Reihenfolge und an welcher Stelle im Raum die verschiedenen Teile der Küche montiert sind. Also das, was der Konfigurator gerade gut kann, interessiert eigentlich das Auftragsmanagement nicht mehr. Hier ist eher wichtig, welche Teile sind denn da drin, welche Preise haben die, wann können die geliefert werden. Ich würde mir also vorstellen, dass der Konfigurator eine Teilliste exportiert und übergibt an das Auftragsmanagement. Und wir gehen jetzt mal weiter davon aus, dass wir ein schönes, durchdigitalisiertes Unternehmen haben. Das heißt also, der Sachbearbeiter erzeugt den Auftrag im Auftragsmanagement. Und das Auftragsmanagement stellt dann einen dedizierten Link zur Verfügung.
den der Sachbearbeiter an die Kundin schicken kann. Und wenn die Kundin diesen Link aufruft, dann sieht sie halt nur ihre speziell für sie gemachte Teileliste, dann sieht sie das Lieferdatum und dann sieht sie den Endpreis und dann kann sie zum Beispiel auf Kaufen klicken und dann ihre Rechnungsdaten eingeben oder PayPal oder was auch immer da an Zahlungsmodalitäten vereinbart ist. Wenn der Sachbearbeiter das gesehen hat, dann kann er wiederum in ein weiteres System gehen, nämlich in die Produktionssteuerung. Die wiederum interessiert sowas wie Preise und Lieferdaten nicht besonders, sondern da würde ich jetzt auch wieder davon ausgehen, dass die einzelnen Teile des Auftragsmanagements exportiert werden und weitergegeben werden an die Produktionssteuerung. Und in der Produktionssteuerung wird dann hinterlegt sein, dass der Schrank Elvira Platten der Größe sowieso und sowieso braucht und Beschläge der Form sowieso und sowieso. Und dann wird es in der Produktionssteuerung irgendwie so eine Ablaufplanung geben, dass bestimmte Maschinen entsprechend ausgelastet werden für die Sachen, die selbst produziert werden. Wahrscheinlich gibt es dann auch Sachen, die bestellt werden, die würden dann irgendwie in so ein Supply Chain Programm übergeben und dergleichen mehr. Jetzt sehen wir, dass dieser fünfstufige, sehr simple Prozess schon dadurch eine gewisse Komplexität hat, dass einerseits die Aktoren sich die Bälle hin und her spielen, dass aber andererseits auch die beteiligten IT-Systeme miteinander interagieren. Und damit haben wir mit diesem rechten und diesem linken Teil eigentlich schon die zwei wesentlichen Sichten definiert, die uns interessieren könnten, wenn wir auf so ein System schauen. Fangen wir mal mit der linken Seite an. Jetzt könnte ich diese linke Seite dadurch im Diagramm abbilden, dass ich einfach zwei sogenannte Swimlanes einziehe. Das sind im Prinzip senkrechte Streifen, wo ich davon ausgehe, dass die Zeit von oben nach unten fließt. Also man kann übrigens auch waagerechte Streifen machen, das ist nicht an die Senkrechteigenschaft gebunden. In dem Fall habe ich jetzt mal senkrecht gewählt, weil das so unserer Leserichtung entspricht. Und wir annotieren jede der Swimlane mit einem Aktor. Links haben wir die Kundin und rechts haben wir den Sachbearbeiter. Und dann sehen wir ganz schön, wie die beiden sich die Bälle hin und her spielen. Das Besondere an der Nutzersicht ist, dass die Swimlanes eben gerade die Nutzer meines IT-Systems abbilden. Als IT-System sehe ich jetzt bei uns mal die Gesamtheit aller beteiligten Teilsysteme. Und wir kriegen in gewisser Weise eine Blackbox-Sicht auf das IT-System. Wir gucken also gar nicht so genau drauf, was innerhalb des Systems passiert, was da an irgendwelchen Datenübertragungen stattfindet, sondern wir schauen nur darauf, was erfahren die Nutzer, wenn sie sich an dieses System setzen? Welche Interaktionen haben die Nutzer mit diesem System? Und das ist eine Sicht, die insbesondere dann sinnvoll ist, wenn wir verschiedene Nutzungskontexte der gleichen Software haben. Und das ist hier zum Beispiel der Fall. Wir haben die Kundin und wir haben den Sachbearbeiter. Beide haben verschiedene Nutzungskontexte. Die Kundin möchte ihre Küche bestellen und interagiert mit bestimmten Teilen der Software, nämlich mit dem Konfigurator und mit dieser speziellen Sicht, mit dieser speziellen für sie erstellten Seite aus dem Auftragsmanagement, während der Sachbearbeiter einen ganz anderen Nutzungskontext hat. Der möchte diese Fertigung der Küche beauftragen und lostreten und nutzt andere Teile des Gesamt-IT-Systems in anderer Weise. Jetzt haben wir den linken Teil unseres Schaubildes hier in Swimlanes verwandelt. Wir könnten die Swimlanes aber auch entsprechend des rechten Bildteils aufteilen. Und wir sehen jetzt eine Systemsicht auf unseren Ablauf. Wir sehen, dass die Swimlanes mit den Komponenten unseres Gesamt-IT-Systems annotiert sind. Wir haben links den Konfigurator, wir haben in der Mitte das Auftragsmanagement und rechts die Produktionssteuerung. Und hier sehen wir das System eher, obwohl es die gleichen Aktivitäten sind, eher aus so einer Whitebox-Perspektive. Und der Fokus geht eher dahin, wann passieren Übergaben zwischen diesen verschiedenen Teilsystemen. Also man sieht es deutlich, dass nach diesem Schritt der Planungsprüfung dann es rübergeht zum Auftragsmanagement und nach der Erteilung des Auftrags eben rüber zu dem Produktionsstart. Und man sieht als kleines Detail aber auch, dass ich hier die Aktivitäten umbenannt habe, um nicht zu verlieren, wer der Aktor ist, der diese Aktivität ausführt. Das musste ich eben nicht machen. Also ich habe es jetzt Kundin plant Küche genannt und nicht Küche planen.
Schauen wir erstmal nochmal auf die Systemsicht, um es nochmal zusammenzufassen. Bei der Systemsicht sind die Swimlanes die IT-Komponenten. Und wenn Sie das machen, dann denken Sie bitte dran, dass Sie keine IT-Komponenten erfinden oder sich ausdenken an der Stelle, sondern dass Sie nur das nehmen, was Sie zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Jetzt hier bei uns im Praktikum würden Sie auf den Eingangstext schauen und da mal gucken, was Sie aus dem Text herausziehen können. Wenn Sie in einem echten Projekt drin sind, dann würden Sie den Stand des Wissens abbilden und sich nicht IT-Komponenten ausdenken, die noch gar nicht diskutiert worden sind. Mögliche IT-Komponenten können zum Beispiel sein, die UIs, kann dann zum Beispiel das Backend als Ganzes sein oder, wenn ich schon etwas mehr über das Backend weiß, die einzelnen Teile meines Backends. In jedem Fall entsteht eine Whitebox-Sicht auf das IT-System und das ist natürlich insbesondere dann sinnvoll, wenn ich ein IT-System habe, was nicht monolithisch ist, also quasi nur aus einem großen gleichförmigen Stück besteht, sondern was viele verteilte Komponenten hat. Verschiedene User Interfaces, verschiedene vielleicht technologisch anders realisierte Backend-Komponenten. Was durchaus eine sinnvolle Option sein kann, gerade in der Systemsicht, ist, dass Sie eine oder mehrere Swimlanes vorsehen für Aktivitäten, die außerhalb des Systems passieren. Wenn Sie jetzt nicht eine hundertprozentige Automatisierung, eine hundertprozentige Abdeckung des Workflows über Ihr IT-System hinbekommen, wenn es also zum Beispiel Sachen gibt, wie dass ein Sachbearbeiter mal eine Kundin anruft oder dass bestimmte Dinge einfach von Hand auf Papier gezeichnet werden und dann wieder eingescannt, also solche typischen Medienbrüche, dann wäre das auch sinnvoll, dass Sie dafür Swimlanes vorsehen. Dann machen Sie nämlich auch genau solche Aktivitäten deutlich. Das ist ja ein wesentlicher Zweck und ein wesentliches Ziel, dass wir Dinge besser verstehen. Im vorigen Video, wo es um die Aktivitätsdiagramme ganz generell ging, habe ich als Beispiel den Bewerbungs-Use Case um einen Studienplatz in einem zugangsbeschränkten Studiengang gewählt. Und wir hatten das hier als Aktivitätsdiagramm herausbekommen, jedenfalls auf so einer High-Level-Ebene. Und jetzt könnte man überlegen, wenn ich hierfür eine Swimlane-Darstellung wählen möchte, was wäre denn die sinnvollere Swimlane-Darstellung an der Stelle? Über das System erfahre ich auf dem Detailgrad noch sehr wenig. Ich habe keine Hinweise, jedenfalls keine so offensichtlichen Hinweise auf Komponenten des Systems. Deswegen finde ich bei dem vorliegenden Detaillierungsgrad hier die Systemsicht nicht so spannend. Interessanter fände ich tatsächlich die Nutzersicht, denn wir haben drei Aktoren hier. Wir haben den Applicant, also den Bewerber, wir haben die Sachbearbeiterin, den Clerk und wir haben den Professor. Und wenn ich vor diesem Hintergrund mal die Swimlane-Darstellung in der Nutzersicht mache, dann bekomme ich hier sowas. Das ist ein mit Modelio erstelltes Diagramm. Und Sie sehen, dass ich hier mal darauf verzichtet habe, diese Modelio-Partitionen zu benutzen, weil es mir Modelio zum Beispiel nicht erlaubt, solche Joins und Forks über verschiedene Partitionen hinweg zu zeichnen. Was ich aber für die Visualisierung eigentlich sehr schön und sehr ansprechend finde. Also, Sie können das auch so machen. Sie sind ja in der Toolwahl frei und machen Sie die Swimlanes so, wie es Ihnen pragmatisch am besten passt. Wir haben hier drei Swimlanes. Wir haben die Applicant, die Clerk und die Professor Swimlane. Und man sieht ganz gut, wie hier die verschiedenen Aktoren sich die Bälle zuspielen. Also es beginnt beim Bewerber, der seine Daten eingibt und sein Resümee hochlädt. Dann verzweigt es sich und zwar erstmal zu den anderen Aktoren. Es gibt Aktivitäten, die auf Seiten des Clerks passieren. Der guckt nach fehlenden Dokumenten und initiiert das Mentoring-Programm. Und der Professor muss die Evaluierung der Bewerbung machen. Und dann kommen irgendwann die beiden wieder zusammen. Der Bewerber ist mit im Boot, wenn es um diese fehlenden Dokumente geht. Und wenn dann aber der gesamte Bewerbungsprozess abgeschlossen ist, positiv abgeschlossen ist, dann muss der Bewerber nochmal eine Aktivität ausführen, nämlich seine Gebühren zu bezahlen. Und dann geht es wieder rüber zur Sachbearbeiterin, die letztlich dann die Matrikelnummer zuweist und dann ist dieser Einschreibevorgang abgeschlossen. Man sieht also, es bringt schon mal ein bisschen mehr Klarheit, was
die Verteilung der Aktivitäten über die verschiedenen Aktoren angeht. Man sieht aber auch, es erhöht nochmal den Zeichenaufwand. Und wenn wir jetzt versuchen, ein Gesamtfazit zu ziehen über Swimlanes, also wann sollte man sie machen, wann nicht und welche Sicht sollte ich einnehmen? Man kann schon sagen, Swimlanes sind nochmal quasi ein Zusatzaufwand. Der kann sich auszahlen, vielleicht manchmal aber auch nicht. Also wenn ich ein relativ einfaches Aktivitätsdiagramm habe, dann kann ich unter Umständen auch auf so eine Swimlane-Darstellung ganz gut verzichten. Die beiden Sichten, die wir gesehen haben, die Nutzersicht und die Systemsicht, die ergänzen sich. Es ist in der Regel nicht sinnvoll, beide zu vermischen, sondern ich würde eher sagen, je nach Lage ist die eine oder andere Sicht interessanter. Ich habe Ihnen ein paar Kriterien genannt. Gibt es viele verschiedene Nutzer und viele verschiedene Nutzungskontexte oder gibt es viele verschiedene Komponenten oder gibt es vielleicht auch beides? In diesem Fall wäre es wahrscheinlich sinnvoll, beide Sichten einmal zu zeichnen. Und was Sie eben gewinnen aus so einer Swimlane-Sicht ist, Sie bekommen nochmal einen Hinweis darauf, ob vielleicht irgendwo Aktivitäten noch fehlen, ob gewisse Swimlanes merkwürdig wenig besetzt sind, ob man da vielleicht etwas ändern kann im Gesamtablauf und dergleichen mehr. Damit haben Sie eine Form kennengelernt, in der Sie Ihr Aktivitätsdiagramm zusätzlich strukturieren können, um die Übersichtlichkeit noch einmal zu erhöhen. Es gibt im Wesentlichen zwei Sichten, die Nutzersicht und die Systemsicht. Beide ergänzen sich und man sollte die eine oder die andere oder beide, je nachdem, wählen, wo man am meisten Erkenntnisgewinn hat.